Erfolgreiche Weekend League Quali mit Noah Okafor, Kevin Trapp als Trailblazer, Keeper SBC und das Wetter teilweise bewölkt, dafür arschkalt. Und damit Moin Zen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Channel. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und lasst mir mal gerne jetzt schon wissen mit einem Daumen nach oben, wie euch das Intro gefallen hat. Wenn ihr davon gerne mehr sehen wollt, haben so kurz einen Brainstorm gehabt. Lasst mir das eben gerne wissen und würde mich sehr, sehr freuen über das Feedback. By the way, ich habe gesehen, auf YouTube fehlt mir genau noch ein Abonnent, dann hätten wir die 350 Abonnenten auf dem Kanal voll. Wenn du mir also noch nicht auf YouTube ein Abo gegönnt hast, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Vergiss aber bitte auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so verpasst du auch kein Video mehr. Und dann sind wir auch schon direkt im Team, mit dem ich gestern die Weekend League Quali gezeigt habe. Ich habe auch unten nochmal das Ergebnis eingeblendet. Es war wirklich ein Last-Minute-Win, sage ich. Ein Spiel hätte ich da nur über gehabt. Das haben wir natürlich auf Ehrenbasis gegönnt. Mit einem 4:5 haben wir abgeschlossen, also in der Theorie natürlich rechterisch 4:6, weil wir das letzte Spiel ja gegönnt haben. Aber damit die Optik schön ausschaut, 4:5 haben wir gemacht. Wir ölen sowieso immer noch 4 Wins, dass wir die Quali schaffen. Und Game Changer war einfach dieser junge Mann hier, nämlich Noah Okafor. Haben wir da ganz kurz eingeblendet. Ich habe auf den nämlich sehr, sehr vergessen. Ich habe den als Evolution-Spieler gemacht. Ich weiß zwar nicht, warum es mir damals angetrieben hat, ausgerechnet Noah Okafor hier als Evolution-Spieler zu machen. Muss aber ehrlich sein, wenn ich mir die Statistiken ansehe mit 158 Spielen, 97 Toren, 48 Vorlagen und das als 10er bei mir, habe ich hier die Bestätigung. Also Noah Okafor wirklich sehr, sehr nice Karte. Er hat 4-Star, 5-Star, vor allem der schwache Fuß macht sie teilweise sehr, sehr bezahlbar, auch das Tempo ist wirklich sehr krass, vor allem mit diesem Tempo-Boost-Dribbling, was es gibt, ist es wirklich sehr krass und auch die Dribbling-Werte selber sind auch nochmal richtig heftig. Einziges Manko sind halt bei mir wirklich nur, wo ich sage, Schuss- und Passspiel, was man halt dann einfach mit ein bisschen Skill versuchen muss auszugleichen. Ansonsten, Noah hat mir gestern auch tatsächlich die Quali gesichert mit einem sehr, sehr dreckigen Querpass, Keeper rausgezogen, Querpass Noah Okafor auf Wilson. Und Wilson hat dann eingelocht, in der Theorie war es aber Noah Okafor, der mir hier alles ermöglicht hat. Also somit Weekend League Quali doch nochmal geschafft mit einem 4:5, bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Das bedeutet, wir sind auch diesen Freitag wieder in der Weekend League mit am Start. Und wenn du wissen möchtest, wie ich mit diesem Team in der Weekend League abgeschnitten habe, dann habe ich für die den Twitch Live-Link unten in der Videobeschreibung reingepackt. Gerne reinschauen, wir sind Montag bis Freitag immer ab 7 Uhr früh online für dich. Würde mich sehr, sehr freuen, schreib gerne rein, hey, ich komme von YouTube, weise Bescheid und dann freue ich mich umso mehr darüber. Trailblazer Kevin Trapp ist gestern als 19 Uhr Content erschienen. Eine sehr, sehr einfache SBC und ich denke mal für jeden Bundesliga- oder Eintracht Frankfurt-Fan ein absolutes Muss. Wenn wir uns da die Stats wieder ansehen, ja, mit 85 Hechten, Ballsicherheit 83, Abstoß 80, Reflexe 88, Geschwindigkeit 48, Position 87, wird den einen oder anderen vielleicht das Herzchen hier aufgehen. Die SBC selber ist nicht teuer, habe ich jetzt gerade parallel auf Footbin angeguckt, kostet um die 20k. Was wir dazu genau brauchen, sehen wir uns natürlich auch nochmal an. Unterm Strich benötigen wir hier einen Team of the Week Spieler, ein Gesamtrating von 83, also 83er Gesamtrating und natürlich Anzahl der Spieler im Team auf 11. Das heißt, die Kevin Trapp SBC ist sehr, sehr günstig und kann man natürlich mitnehmen, vorausgesetzt man braucht nochmal einen Keeper in der Bundesliga oder im Team besser gesagt. Für mich persönlich wäre es nicht wirklich Option, dass ich sage, ich mache jetzt eine Torhüter-SBC, außer ich feiere natürlich den Torhüter. Also das heißt, wenn ihr Kevin Trapp oder die Mannschaft Eintracht Frankfurt krass feiert, dann nehmt die auf jeden Fall mit, die kostet gar nichts. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht darauf schwören, einen Kevin Trapp Trailblazer unbedingt mitnehmen zu müssen. In weiterer Folge ist natürlich für den Stream heute wieder geplant, dass wir die Evolution Launch fertig schwitzen bzw. grinden. Ein paar Spiele sind da noch offen, die wir mitnehmen müssen. Zusätzlich werde ich jetzt hoffentlich endlich die letzten 50 XPs für Level 40 erreichen. Bei Level 40 werden wir auf jeden Fall in das Pack reingehen, also da gerne wieder Twitch joinen. Wir holen uns heute das 86 Plus mal 3 Spieler Pack. Brauche High-Rated Futter für
meinen Rafael Leão. Und zusätzlich steht da natürlich an, ab 9 Uhr, die Division Rival Rewards. Und wenn du die Rewards mit mir gerne teilen möchtest, beziehungsweise gemeinsam mit der Community sharen möchtest, da gerne reinscheinen. Wir machen die Packs immer gemeinsam auf, also auch da gerne rein. Wir werden dann in Rivals nochmal reingehen und versuchen nochmal an oder den einen oder anderen Rang höher zu machen. Also auf jeden Fall auf Twitch nochmal gerne reinscheinen, wenn du da mit dabei sein möchtest, um mal zu gucken, was mir gegönnt wird. Und nun zum Wetter. Teilweise bewölkt ist es in der Ibra-Höhle. Nee, Quatsch. Und damit sind wir schon wieder am Ende angekommen in diesem... Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ist ja immer ein kleines Update-Video vom Vortag und zur aktuellen Situation in FC24. Was hat sich bei mir Neues getan? Was hat sich in FC24 Neues getan? Alles rund um die neuen Spieler, rund um mein Team. Wo stehen wir aktuell? Wenn du dann kein weiteres Video mehr verpassen möchtest und dir der Content-Quatsch, den ich da produziere, gefällt, lass mir das sehr, sehr gerne wissen. Like gerne das Video, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, denn nur so verpasst du natürlich kein weiteres Video und ihr unterstützt mich da enorm damit. Danke dafür auch an die, die einfach das Video nebenbei am Laufen haben und trotzdem noch mehr Like da lassen. Supportet mich natürlich auch sehr. Dann hätte ich gesagt, sehen wir uns entweder jetzt um 7 Uhr dann im Livestream auf Twitch. Link dazu ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt mir gesund und ciao!